Der Traum vom ersten Tor. Natürlich treffen die Mädels vom SV Sönstetten das Tor. Im Training. Los! Leider bisher in dieser Saison nur im Training. 0 Siege, 0 Tore bei 38 Gegentreffern. Los! Letzter Tabellenplatz. Egal, Trainerinnen und Spielerinnen lassen sich den Spaß am Fußball nicht nehmen. Vor allem, die sind ein eingeschweißtes Team, also die bringen fast nichts durcheinander oder auseinander, egal wer was sagt oder was im Spiel passiert ist. Ich habe schon mal Fußball gespielt, also meine Mutter ist Trainerin, da war schon Fußball von vornherein klar. Keine Chance, seit ich 8 bin, keine Chance. Okay. Also das entmutigt euch jetzt nicht, dass es noch kein Tor gegeben hat? Nö, weil hier ist ein gutes Klima in der Mannschaft und daher macht Spaß. Aber nur dabei sein ist natürlich doch nicht alles. Sonntagmorgen vor dem ersten Rückrundenspiel. Vielleicht klappt es diesmal mit dem ersten Tor oder dem ersten Sieg. Trainerin Corinna Rieck gibt letzte Anweisungen. Hinter aufpassen. Du die Bälle immer schön absichern. Ja? Passen wir auch hinter auf diese Viererkette auf, Bea. Die Hoffnungen ruhen auch auf Anna. Sie gilt als torgefährlich. Können wir es probieren, wenn du aufs Tor mal alleine kommst? Dass du keinen solchen Bogen machst, sondern direkt aufs Tor gehst? Ja, kann man schon. Komm. Möchten wir mal sagen? Ja. Also Mädels, heute spielen wir als Team. Das ist unser einziges Ziel heute als Team. Und Vollgas nach vorne, Rückrunde. Ohne Stress. Jeder für jeden. Und Vollgas. Die Gegnerinnen, die SV Germania Faxenfeld, Tabellenvorletzter, klingt nach einer lösbaren Aufgabe. Auch bei den rund 20 Zuschauern herrscht vorsichtiger Optimismus. Ja klar, heute spielt auch meine Nichte mit und dann muss schon was laufen. Glaubt ihr, heute passiert das erste Tor? Ja, wir hoffen es jedes Mal. Doch was im Training recht gut geklappt hat, im Spiel will es einfach nicht gelingen. Bälle verstolpert, Pässe landen beim Gegner. Eine einzige Abwehrschlacht. Komm mal raus dahinter! Mitgehen, Jojo, ihr müsst mir helfen! Dann fällt das erste Gegentor. Nach der Halbzeit gleich das zweite. Kurz vor Schluss steht es 0:3. An Sieg für Sönstetten ist nicht mehr zu denken, aber vielleicht an das erste Tor. Pass auf Anna. Wie zuvor besprochen, läuft sie diesmal direkt aufs Tor und wieder nichts. Es bleibt dabei, die Fußballerinnen vom SV Sönstetten warten auf ihr erstes Tor. Vielleicht ja nächstes Wochenende.